Hallo zusammen, seid herzlich willkommen zu einem neuen Proteinriegel-Testvideo und ich sag euch hier direkt, lehnt euch zurück, holt euch einen Kaffee oder einen Eiweißshake oder einen Riegel, denn es gibt ordentlich was anzuschauen. Gleich 4 neue Proteinriegel von ESN sind jetzt verfügbar und ich habe sie da, wir schauen sie uns zusammen an und zwar den Designer Bar in der Sorte Hazelnut Nougat, dann auch der Designer Bar in der Sorte Peanut Caramel, ganz neu, brandneu. Den Designer Bar in der Sorte Almond Coconut und im neuen Design der Designer Bar jetzt Crunchy in der Sorte Salted Caramel. Von dem hier habe ich euch schon mal die 2 Stück vorgestellt. Die haben jetzt ein bisschen das Design geändert, den Namen geändert und also 4 neue Riegel, 3x45 Gramm, 1x60 Gramm, ordentlich was zum Testen. Deswegen lehnt euch wie gesagt zurück und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Test. Es sieht ganz so aus, als ob das Tier da auch was von den Designer Bars haben will. Merkwürdig, merkwürdig. Nun gut, vielleicht weiß er, was gut ist. Ich bin da noch nicht so sicher. Ich habe sie schließlich noch nicht probiert. Worüber ich aber jetzt schon sicher bin, ist, dass sich dieses Papier der neuen Designer Bars irgendwie geil anfühlt. Denn es ist gar kein Papier, es ist Plastik, aber es fühlt sich irgendwie an wie Papier. Ja, solche Dinge faszinieren mich, muss ich euch ehrlich gesagt sagen. Es fühlt sich sehr sexy an. Irgendwie hart, plastikmäßig und interessant. Also ganz merkwürdig. Wie Papier. Er will sich die Gains holen. Guckt ihn euch an. Unfassbar. Also, 4 neue Riegel. Wie gesagt, 3 Stück aus einer quasi neuen Serie eben. 45 Gramm Riegel heißen Designer Bar. Und wenn ein Crunchy oben drauf steht, dann sind es 60 Gramm Riegel. Und die haben oben in Crunchies drauf. Sorte Hazelnut Nougat und Coconut habe ich reviewed. Ich verlinke euch das Video in der Beschreibung. Ich habe diese Riegel hier wohlgemerkt zugeschickt bekommen, jeweils auch als Paket. Da muss ich natürlich auch ehrlich zu euch sein. Sprich, ich habe hier ordentlich was bekommen von denen zum Testen. Das ist natürlich auch wichtig, damit ihr wisst, dass ich jetzt quasi dafür auch nichts bezahlt habe. Aber ihr wisst auch, ich bin ehrlich, wenn mir etwas nicht passt. Und das werden wir uns gleich anschauen. Denn es gibt auch tatsächlich etwas, was vielleicht nicht ganz so ideal ist. Aber gut, eins nach dem anderen. Und übrigens, früher oder später bei einem Gewinnspiel werdet ihr auch hiervon was wiedersehen. Entweder kommt von jedem was in die Box. Ich lasse mir was überlegen. Ich kann ja auch nicht jede Woche ein Gewinnspiel machen. Das ist ja armselig. Aber es soll nicht zu eurem Nachteil sein, dass ich hier gut was bekommen habe. Okay, also erstmal danke an ESN fürs Zusenden dieser Riegel. Und wir fangen jetzt hier mal ganz gemütlich an. Vielleicht einfach mal direkt mit dem hier. Entschuldigung, nicht mit dem hier. Und zwar eben dem Crunchy. Wie gesagt, ist jetzt quasi der dritte Riegel, den es aus dieser Crunchy-Serie gibt. Die beiden anderen habe ich reviewed. Ich verlinke euch auch mal den Webshop da in der Beschreibung, da könnt ihr mal reinschauen. Habe ich übrigens gar nichts von, ich habe keinen Code, ich habe auch leider keinen Code für euch. Sprich, ihr könnt einfach mal drin reinschauen, wenn ihr Interesse habt. Es sind 60 Gramm Riegel und haben jetzt folgende Zutaten. Wir gucken einfach mal dort rein. Und zwar 33% Eiweiß, damit durchschnittlich viel. Manche haben Ticken weniger, manche haben Ticken mehr. Das ist alles so im Normbereich. 33% weiße Schokolade mit Süßungsmittel. Das Ganze Salted Caramel Geschmack. Natürlich, wir brauchen ja alle Salted Caramel. Zutaten sind Milchprotein, Süßungsmittel Maltit, eben der Zuckeraustauschstoff. Dann haben wir 13% Karamellpaste. Oh, das klingt sexy. Das habe ich so noch nicht gelesen. Polydextrose, ein Füllstoff. Süßungsmittel Maltit, gesüßte Kondensmilch. Kokosfett, oder was ist das? Kokosfett, genau. Stabilisation, Glycerin und so weiter und so weiter und so weiter. Also das ist jetzt quasi in der Soße drin. Das sieht man halt, diese Polydextrose und so weiter, um den ganzen Masse zu geben, um ihm eine gewisse, ich sage jetzt mal, Geschmeidigkeit zu geben, Emulgatoren, weil es ist jetzt ja quasi keine richtige pures Karamell, sondern soll ja auch so ein bisschen, ich sag mal, kalorientechnisch, zuckermäßig jetzt nicht über die Stränge schlagen, soll ja ein Fitnessriegel bleiben. Wobei die Riegel gehen ganz klar auch in die Richtung Genuss, wie wir gleich sehen werden. Und mit Genuss meine ich immer, es wird nicht nur drauf getrimmt, möglichst viel Eiweiß, wenig Fett, wenig Kohlenhydrate, sondern es soll hauptsächlich auch gut schmecken. Und das das wird bestätigt. Die beiden anderen Riegel waren echt gut und wir gucken hier gleich, das wird in die ähnliche Richtung gehen. Da haben wir noch Salz drin, wir haben natürlich Aromen drin, wir haben Feuchtheit mit Glycerin ist dabei, wir haben Kollagenpeptide und da kann man drüber streiten. Ihr kennt meine Einstellung dazu. Ich finde es nicht gut, dass es drin ist. Es hat aber auch positive Eigenschaften für Gelenke. Man kann sich tatsächlich pure Kollagenpeptide kaufen, die eben
ja, gerade so für Sportler mit Gelenk und so weiter, auch durchaus einen positiven Effekt haben. Es gibt andererseits die Seite, dass man eben sagt, es ist eine billige Methode, um Eiweiß zu strecken. Man kann es so oder so sehen. Ich fände es besser, wenn es nicht drin ist. Aber was man hier auch festhalten muss, es wird sicherlich hier in diesem Teil, ich kann es natürlich jetzt nicht genau bestimmen, zumindest nicht zu einem sehr beträchtlichen Teil drin sein, denn es ist auf jeden Fall weniger als zum Beispiel 13% Karamellpaste drin. Sprich, es ist hier nicht so wie bei vielen anderen Riegeln der Fall, dass wir die Hälfte Kollagenpeptide drin haben. Ne? Denn, wie gesagt, die Rangfolge bestimmt ist immer 13% Karamellpaste und dann kommt danach zum Beispiel noch das Glycerin und dann kommt erst das Kollagenpeptid, sprich es wird irgendwo auf jeden Fall unter 12-13% sein. Vielleicht auch nur 5, ich kann es wie gesagt nicht beurteilen, weil danach kommen Zutaten, wo ich keine Mengenangabe mehr habe. Sehr positiv zu erwähnen ist, dass zum Beispiel auch Kakaobutter drin ist, Vollmilchpulver, Polydextrose und sehr geil Sonnenblumenöl. Und das muss man besonders positiv hervorheben, denn meistens und eigentlich fast immer, ich habe es noch nie gesehen bei einem Proteinriegel, hat man Palmöl drin und da weiß man selber, was man davon zu halten hat. Es gibt da wie gesagt auch wieder andere Sachen, habe ich auch schon mal drüber geredet, aber Palmöl an sich nicht gut. Und hier Sonnenblumenöl drin, also wirklich durchaus positiv hervorzuheben. Und so kann ich sagen, eigentlich von den Zutaten sieht das soweit ganz gut aus. Es gibt, wie gesagt, besonders erwähnenswerte Sachen und halt Sachen, worüber man streiten kann, wie die Kollagenpeptide. Aber letztlich soweit so gut. Kann man über ein bisschen verzehrabführend wirken. Ah ja, also wenn sie lecker sind, nicht zu viel davon essen. Wir gucken auf die Nährwerte. Und hier können wir sehen, wenn wir auf die 100 Gramm gucken, das geht in Richtung Genuss, das sieht man meistens, das sage ich immer wieder, wenn man ordentlich was an Fett drin hat. 15 Gramm ist nicht wenig, davon 9,2 Gramm gesättigte Fettsäuren, das kommt wahrscheinlich durch das Kokosfett hauptsächlich, weil das hat viele gesättigte Fettsäuren. Die ungesättigten wären dann eher so im Sonnenblumenöl drin. Wir haben 33 Gramm Kohlenhydrate, wohlgemerkt nicht richtige im Sinne von, also zwar normale, aber nicht im Sinne von Zucker. Hier haben wir nämlich nur zum Beispiel 2,5% Zucker drin. Schade, dass sie nicht sagen, wie viele Polyole drin sind. Dann hätte man nämlich einen Rückschluss, wie viele normale Kohlenhydrate drin sind, was eben für Leute wichtig ist, die komplett Low Carb sich ernähren wollen. Wenn wir hier aber mal so drauf schauen, haben wir eben, wie gesagt, Maltit, deswegen der ein beträchtlicher Teil wird Polyole sein, die eben nicht insulinverstoffwechselt werden. Und ich glaube, dass nicht so viele normale Kohlenhydrate drin sind, muss ich sagen. Ich kann es nicht bestätigen, aber man sieht, wenn man auf die Zutaten guckt, dass hier nichts drin ist, was normale Kohlenhydrate liefert. Glycerin ist auch ein Polyol. Na klar, es ist hier ein bisschen was, diese Kondensmilch ist ja Zucker, aber sonst ein bisschen Milchzucker wird drin sein, aber das ist halt minimal. Also es wird schon nicht viele normale Kohlenhydrate drin sein. Aber komisch, dass sie es nicht draufschreiben. Eigentlich schreiben das alle mal drauf. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Wir haben 2,5 Gramm Ballaststoffe. Ja, okay, manche haben weniger, aber viel ist es jetzt auch nicht. Es hängt immer davon ab, wie die Machart ist. Diese Clean Bars haben auch sehr, sehr viele Ballaststoffe, weil die so einen Füllstoff benutzen, der eben die Masse gibt, aber keine Kalorien hat oder kaum welche. 33 Gramm Eiweiß haben wir gesagt, durchschnittlich viel. 0,75 Gramm Salz ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht fürs Salted. Da gibt es Riegel, die deutlich weniger haben. Wenn wir uns mal zum Vergleich diesen Peanut hier anschauen, hier haben wir nur 0,25. Also im Vergleich durchaus schon mal Salted. So, jetzt habe ich schon 7 Minuten gequatscht, aber ihr kennt das ja auf meinem Kanal. Wir wollen uns die Sachen ja auch genau angucken. Ich könnte es natürlich auch einfach in die Kamera halten und sagen, hey geil, aber das mache ich nicht. So, jetzt gucken wir uns den Riegel an. Wir müssen mal kurz gucken, ob dieses Vieh hier weg ist. Nicht, dass ich das mit meinem Brett hier platt mache. Gucken wir uns also den Riegel hier mal zuerst. Oh, jetzt habe ich ihn weggekickt. Der war bei den Riegeln. Hallo, lebt er noch? Oh nein. Ich glaube, er lebt noch. Lass uns ihn erstmal irgendwie retten. So, also unser Gain-Freund hier, den setze ich jetzt mal irgendwie noch irgendwie woanders hin. Hallo? Moment. Scheiße, jetzt ist er runtergefallen. So, also es geht ihm ganz gut in meinem Blumenkasten. Er ist zwar irgendwie aus 1,5 Meter Höhe auf den Rücken gefallen, aber er sieht eigentlich putzmunter aus. Von daher, ich wünsche dir alles Gute. Du kriegst gleich auch ein Stück Eiweißriegel. So, jetzt wollen wir mal schauen, was der hier kann. Der Designer Bar Crunchy Salted Caramel. Ich bin sehr gespannt. So sieht er aus und ja, Optik stimmt auf jeden Fall. Ordentlich Coating drauf, ich mag das und das ist das, was ich auch meine mit Geschmacksriegel. Man hat dick Schoki außen drum, das sieht wirklich ganz cool aus. Das ist auch recht kompakt, das Ding, das fühlt man. Es gibt ja welche, die so ein bisschen luftiger sind, zum Beispiel auch diese Whipped Bites.
vom Optimum Nutrition oder die gibt es ja auch von zum Beispiel Body and Fit. Die sind ja sehr luftig. Das hier ist echt massiv, das Ding. Wir schauen uns jetzt mal massiv den Querschnitt an. Oder wollen wir erstmal ein bisschen Foodporn machen? Da ist ja wahrscheinlich auch so eine Füllung drin oder so, ne? Alter. Ja, Foodporn. Auf jeden Fall. Aber richtig geil dickes Coating. Das sieht man selten. Ich versuche ihn jetzt aber nochmal gerade durchzuschneiden. Geil. Der sieht cool aus. Also wirklich hier schön ein dickes, fettes Coating hier mit Crispies drin. Dann hier die Füllung ordentlich. Viele haben da weniger. Und dann eben hier diese Hauptmasse, wo ja meistens das ganze Eiweiß drin steckt. Ich probiere. Mhm. Oh ja. Oh ja. Der hat tatsächlich ein sehr interessantes Salted Caramel Aroma, wie ich es gar nicht kenne. Ich meine, klar, jeder Riegel schmeckt immer ein bisschen anders, aber ich finde viele Salted Caramel oder allgemein Karamellproteine kann man nicht unbedingt den Geschmack so ausmachen. Ich finde, das hier schmeckt doch schon deutlich nach Karamell Salted. Ja, jetzt nicht, wer weiß, wie krass, hätte für mich noch ein bisschen mehr Salz reingekonnt, aber mehr als woanders. Aber der Karamellgeschmack ist sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Außen das mit der Schoki, die ist richtig schön dick und knusprig. Mhm. Auch die weiße Schokolade außen. Echt sehr lecker, knusprig und innen drin. Diese Füllung ist weich, das seht ihr jetzt hier auch, dass man sich die, dass sie sich gut bewegt. Innen drin, das ist fast schon flüssig. Wow. Also wirklich sehr gut gelungen. Ups, ein bisschen windig. Also der ist sehr lecker und ich kann es jetzt wirklich gerade nicht beschreiben, aber ich finde, der hat ein sehr gutes Salted Caramel Geschmack. Also es ist irgendwie anders. Es hebt sich ab von vielen anderen Riegeln, dieser Salted Caramel Geschmack. Das gefällt mir sehr gut. Top, also der gefällt mir schon mal wirklich gut. Und ich bin gespannt, wie die anderen sind. Vor allem dieser Kontrast auch. Außen sehr knusprig und fest und innen drin dann weich mit dem Karamell. Super. Gefällt mir. Mm. Doch, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Gucken wir uns die nächsten drei Riegel an. Und ich werde da jetzt nicht mehr so sehr auf die Zutaten und Nährwerte eingehen. Einmal kurz in die Kamera halten, dass wer will, dass man Stopp machen kann. Aber sie werden ziemlich ähnlich aufgebaut sein. Ne? Einen gucken wir uns noch ein bisschen genauer an, weil es jetzt kein Crunchy ist. Und danach gehe ich da schneller durch, damit es euch auch nicht langweilig wird. Wie gesagt, ihr könnt dann Pause machen und ich muss immer noch ein bisschen Speicher frei machen. Ich befürchte übrigens, dass unser Gain-Freund verschwunden ist. Ich habe gerade nach ihm geschaut und wollte ihm ein Stück White Chocolate geben. Ist weg. Hoffentlich haben die Ameisen ihn nicht entführt, denn ich habe in so einer Ecke so 3-4 Ameisen hier auf dem Balkon. Hoffentlich haben die ihn nicht entführt. Entführt. Ah, okay. Ich schaue gleich mal nach ihm. Ich hoffe, es geht ihm gut. Also, die Dinger jetzt hier. Die Designer-Bars. 45 Gramm im Gegensatz zu dem anderen. 60 Gramm. Wir fangen mal mit dem Almond Coconut an. Auch dieses sexy Papier. Und ihr seht, dass hier haben wir ähnliche Nährwerte. Wir haben hier sogar noch knapp, wenn wir mal so vergleichen, sogar ein bisschen mehr Fett. 17 Gramm, aber die Nährwerte sind ähnlich. Wir haben ein bisschen weniger Eiweiß, 31,1 hier in dem Fall. Zucker und so weiter ist ähnlich, minimal mehr, aber ob 2 oder 3 Gramm Zucker pro 100 Gramm ist auch egal. Gesättigte Fettsäuren auch alles ähnlich, also sehr ähnlich. Wenn wir auf die Zutaten schauen, sieht das auch so ähnlich aus. Milchprotein, Maltit, Feuchthaltemittel, Glycerin, sprich die machen die Riegel schon recht gleich. Wir haben ja auch wieder die Kollagenpeptide drin. Kakaobutter, wirklich geil, dass Kakaobutter drin ist und wahrscheinlich auch nicht zu wenig. Wir haben Milchpulver drin, wir haben Mandeln drin, 6,7. Hieran können wir zum Beispiel sehen, dass wir mehr als 6,7% Kollagenpeptide drin haben. Damit aber auch zum Beispiel mehr als 6,7 Kakaobutter. Gut, hier jetzt also Mandeln sogar drin, deswegen wahrscheinlich auch der Fettgehalt ein bisschen höher. Sonnenblumenöl drin, Kokosraspeln, Kokos auch, in der Kokos mit den Mandeln 8,7%.
hat Fett. Gute Fette, zumindest bei den Mandeln. Gesunde Fette. Und eben da kommt wahrscheinlich auch dann der Unterschied her. Das Ganze nicht crunchy und wie ihr seht, hier auch ein bisschen weniger Zutaten. Okay, hier könnt ihr gerne pausieren, habe ich gerade kurz angesprochen. Packen wir ihn aus. Die Packung übrigens deutlich größer als der Riegel, könnte man vielleicht auch mal erwähnen. Hätten sie nicht ganz so groß machen müssen. Es sieht aber ganz so aus, als ob sie einfach die gleichen Folien nehmen wie für die 60 Gramm Riegel. Ist wahrscheinlich billiger in der Produktion. Ach Leute, die Dinger sind doch schon eh nicht so günstig. Da hätte man wenigstens vernünftige Folien nehmen können. Zum Preis kommen wir übrigens gleich auch noch. Oh ja, das sieht ja noch ansprechender aus, weil man hier die ganzen Mandeln jetzt außen drin hat und außen eben auch diese weiße Schoki. Ich habe heute übrigens schon einen Schluck Wasser getrunken, damit man so ein bisschen den Geschmack rausbekommt. Vielleicht ein bisschen Salz zum Neutralisieren von Süße ist manchmal auch nicht schlecht, damit man so ein bisschen besser wieder die Süße von etwas Neuem probieren kann. Da gucken wir jetzt auch mal rein. Geil. Wir haben hier drin quasi so eine Cremefüllung, sehe ich das richtig? Gucken wir hier nochmal mit dem richtigen Messer rein. Ah ja, geil, der hat auch eine Füllung. Außen das Coating, bisschen dünner Eindruck und dann aber eben die Nüsse und sonst auch diese Masse wieder innen drin, aber innen drin so eine weiche Cremefüllung, kein Karamell in dem Fall jetzt hier. Riecht sehr angenehm. Geruch nach weißer Schokolade. Mit den Nüssen gefällt mir sehr gut. Ist jetzt nicht auf eine Crispy-Art knusprig, sondern auf eine Nussart knusprig. Oh, hat einen sehr angenehmen weißen Schokoladegeschmack. Ich finde viele Riegel. Übrigens, es ist alles immer Geschmackssache. Ne? Manch einer denkt, hat eine ganz andere Meinung. Aber so, ne, meiner Meinung nach, sehr angenehmer Geschmack dieser weißen Milchschokolade, die fast schon wie normale Milchschokolade schmeckt. Das ist, kenne ich so selten. Viele, es gibt andere, die sind auch ganz gut von der Milchschokolade her. Aber viele andere, die schmecken irgendwie zu süß oder zu künstlich. Ich finde, der hat wirklich einen sehr guten Milchschokoladengeschmack. Und ich kann mir vorstellen, dass da die Kakaobutter sicherlich dienlich bei ist, als die diesen Geschmack dazu gibt. Denn die ist, wie gesagt, hier drin auch nicht zu wenig. Also das schmeckt man. Man schmeckt, dass Kakaobutter drin ist. Finde ich wirklich sehr gelungen. Ich finde, hier schmeckt die weiße Schokolade sondern irgendwie noch besser als hier. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sie die anders machen, aber so rein von der Farbe ist sie auch ein bisschen anders. Also richtig top, richtig lecker. Man schmeckt die Mandeln, Kokos und hat man mehr so ein bisschen kleine Struktur drin. Konsistenz auch knusprig durch diese, oder knackig, nicht knackig Schokolade, aber so feste. Die Schokolade innen drin dann eher weich, diese Füllung innen drin auch, ja, eher weich, aber kann man jetzt nicht unbedingt differenzieren. Ich glaube, das ist eher sowas fürs Auge, dass man innen drin nochmal eine Füllung hat. Ebenfalls sehr gut. So. Ich muss ja schon wieder Speicher machen. Also es wird ein langes Video. Ich habe euch ja gewarnt. Peanut Caramel. Ich habe jetzt überlegt, ob ich das Video splitte, aber dann habe ich ja, noch lauter. Habe ich dann irgendwie doch nicht gemacht. Peanut Caramel. Ihr seht, ähnlich wie die anderen. Auch der Eiweißgehalt und auch die Zutaten hier. Alles recht ähnlich. Interessant wird, dass wir hier 7% Nüsse drin haben als, ja, als andere Nussart. Peanut Caramel, das Ganze haben wir auch wieder diese sexy Karamellpaste drin, da ist sie. Ja, also ne, das, es gibt so Parallelen zwischen den Riegeln. Schauen wir uns den mal an. Ah, der kommt jetzt mit Vollmilchcoating daher. Wow, der sieht auch richtig gut aus. Ja, auch hier mit den Erdnüssen. Boah, was ist denn das? Guckt euch das mal an, wie geil es aussieht. Also, man sieht selten, dass Karamell so gut gemacht ist. Oft ist der zu weich oder so und hier ist auch ordentlich was drin. Also, ja, ich meine, es gibt Dinge, über die kann man nicht streiten. Ne? Ich komme jetzt gerade so vor, ich bin hier ein bisschen zu begeistert und dann heißt es so, ja, hier, der hat die Riegel ja auch umsonst bekommen. Aber ihr seht es ja. Ihr seht ja, dass es geil aussieht und das sieht man wirklich selten. Guckt euch meine 220 Proteinriegel-Videos an. Selten hat man so ordentlich Karamell irgendwo drin. Ich verlinke euch die Playlist mal in der Beschreibung, da könnt ihr reinschauen. Also es sieht wirklich sehr geil aus, das muss ich einfach sagen. Und jetzt bin ich auf den gucken wir mal gerade durch, da kann man es meistens immer ein bisschen besser erkennen. Ja, hier zum Ende verjüngt er sich natürlich auch ein bisschen. Hier kann man sehen, da ist wirklich ordentlich Füllung drin. Erdnuss kommt sehr gut durch.
Ja, wie gesagt, Vollmilchschokolade in dem Fall schmeckt mir auch gut. Ich finde weiße Schokolade aber geiler. Das ist aber Geschmackssache. Ja, sorry, da war dann der Speicher doch voll. Ich habe nicht aufgepasst. Wo war ich stehen geblieben? Ich mag weiße Schokolade lieber. Das Ding hier ist trotzdem lecker. Ja, also haben wir jetzt falsche Papier hier. Hier haben wir eine Peanut Caramel. Also man hat wirklich einen guten Erdnussgeschmack. Die Schokolade außen ist auch gut und eben auch gleich gemacht. Und wirklich ordentlich was drin. Ich meine, guckt euch das doch mal an. Das sieht gut aus. Also gefällt mir sehr gut. Kann ich mir auch geil aus. Und wenn man so ein Eisfach steckt, ist das bestimmt auch geil. Spitze. So. Wirklich sehr lecker. Auch das Karamell ist wieder gut gelungen. Ist fast schon cremig innen drin alles. Super. Aber die weiße Schokolade, die hat es mir angetan. Die Haut, das ist echt sehr gut. So, kommen wir zu etwas, was ich nicht mag, nämlich Nougat. Ich fand den Designer aber allerdings ganz lecker. Von daher, vielleicht mag ich es doch. Ja, Hazelnut Nougat. Und hier haben wir jetzt den Rekordhalter. Hallo, Fokus, hier oben. 19 Gramm Fett, bestimmt viel Geschmack, wahrscheinlich viele Nüsse drin. Wir haben hier 7% Haselnüsse drin und Haselnusspaste. Und da muss man sagen, ja, wir kommen gleich zum teils negativen Punkt, vielleicht dem einzigen, wenn der hier auch ganz gut schmeckt, nämlich dem Preis. Die Haselnusspaste, das ist hochwertig. Ich habe noch nie in einem Proteinriegel Haselnusspaste gesehen. Oder ich erinnere mich zumindest nicht dran. Ja, schreibt mir gerne die Kommentare, wenn ich mich irre. Aber ich muss wirklich sagen, von diesen Kollagenpeptiden abgesehen, sind hier wirklich hochwertige Zutaten drin. Ne? Da ist das Sonnenblumenöl, kein Kokosfett, Palmöl oder Palmfett. Und eben Haselnusspaste, 11,5%. Und dann nochmal Haselnüsse. In dem Riegel sind 18% Haselnüsse drin. Über 18%. Nüsse kosten auch Geld. Also, wie gesagt, wirklich hochwertig, muss ich sagen. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie das Ding jetzt hier auch nach Haselnuss schmeckt. Ich meine, Aromen sind ja trotzdem drin, aber eben 18% Haselnuss. Wirklich krass. Wobei, Entschuldigung, Haselnusspaste, die ist ja noch verarbeitet mit Maltit, aber trotzdem, es ist ordentlich Haselnuss drin. Und hier seht ihr das nochmal. 11% Haselnüsse von den 11%. Also 8-9% Haselnüsse, das ist trotzdem noch viel. Ne? Gerade ein bisschen vertan, es sind nicht 18% insgesamt, sondern weil eben von der Haselnusspaste 11% es nur sind. Also sprich ungefähr 8, knapp über 8% richtige Haselnüsse. Das ist trotzdem noch super viel. Also ich für einen Proteinriegel. Ich bin jetzt sehr gespannt. Auch wieder Vollmilchcoating. Könntest natürlich sagen, sie hätten auch noch was mit Zartbitter bringen müssen. Ich sage ehrlich gesagt, nee, muss man nicht. Ich mag es nämlich nicht so, aber das ist Geschmackssache. Vielleicht hätte manch einer es gewollt. Das Ding riecht krass nach Haselnuss. Ich habe es nur aus der Folie rausgeholt. Aus dieser sehr geilen Folie. Jetzt machen wir ein bisschen ASMR. Es knistert so schön. Gott, was ein Scheiß, Alter. Warum gibt es sowas? Wie absolut bescheuert. Gut, es riecht richtig geil nach Haselnuss. Und oh yeah. Alter, ist das hier so ein Nutella-Filling oder was? Guckt euch das mal bitte an. Ja, und da sage ich, das ist Optik. Da kann man nicht diskutieren. Außen richtig dicke Haselnussstückchen, die Schoki und innen drin die Füllung. Wir schneiden es natürlich auch mal wieder an. Ist jetzt hier ein bisschen platt gedrückt. Ja, da ist ordentlich was drin. Keine Frage. Und sehr geil. Oh ja. Also, ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte. Bis ich es mir neulich mal gekauft hatte, habe ich mich immer über diesen Namen aufgeregt, Designer Way. Ich dachte mir so, was ein scheiß Name, sage ich ganz ehrlich, ich finde es total affig, ich finde den Namen total blöd. Ich finde den Namen auch hier blöd, Designer Bar, es klingt einfach bescheuert. Aber das Ding ist auch richtig geil. Achso, und ich wollte sagen, ich habe da mal Eiweißpulver von denen gekauft und dachte mir, hey, das ist ja doch kein Scheiß, sondern das ist wirklich gutes Eiweißpulver, das schmeckt lecker. Ich habe mir White Chocolate Hazelnut gekauft, dieses Way, Tasty Way war es, nicht Tasty Way, das normale, das Designer Way, genau, Entschuldigung. Das ist super. Und seitdem habe ich mir gedacht, vielleicht ist das ja doch gar nicht nur alles so ein Quatsch. Macht ja auch Made in Germany, ist auch viel wert, das muss man auch bei den Sachen dazu sagen. Und jetzt, wo ich das hier probiere,
Und die haben echt was Geiles rausgebracht. Also ich habe jetzt diese ganzen vier Riegel probiert und das ist wirklich gut. Das Ding hier schmeckt auch wirklich gut nach Haselnuss. Natürlich hat es alles immer diese Maltitsüße auch dabei. Das ist natürlich logisch, denn wenn man einen Riegel haben will, wo kein Zucker drin ist, dann muss man Maltit oder ähnliches essen. Das ist halt so. Das schmeckt nur mal ein bisschen anders. Ey, ich glaub's nicht. Ach nee, ich dachte, das wäre unser Freund. Das war nur was Verdorrtes. Ach Mensch. Hier kommen übrigens bald schöne Blümchen bald raus. Bei raus. Ist weg. Ist weg. Wahrscheinlich im Fitnessstudio. Die machen ja wieder auf. So, also. Wirklich richtig geil. Sehr, sehr gut gelungen. Richtig schöner Haselnussgeschmack. Also man schmeckt, dass da nicht nur Aroma drin ist. Ansonsten auch mit der Schoki außen. Toll. Wenn ich mir jetzt einen Favoriten aussuchen würde, dann lege ich mich jetzt erstmal darauf fest. Aber wenn ich sie nochmal in Ruhe alle probiere, dann kriegt man nochmal einen anderen Eindruck, aber aktuell bleibt es trotzdem der Almond Coconut. Warum? Weil es mit dem Mandeln geil ist und weil diese weiße Schokolade verdammt lecker ist. Wenn wir uns jetzt die hier nochmal so anschauen, wirklich auch in der Reihe, wie ich sie getestet habe. Also wirklich tolle Riegel. Ja, was anderes kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ach ja, wir kommen noch zum negativen Punkt. Ich habe nur noch 55 Sekunden, dann ist schon wieder der Speicher voll. Boah, das ist ein langes Video geworden. Vielleicht teile ich das in zwei Teile auf. Ich muss mal überlegen. Der Preis. Die kleinen 45 Gramm Riegel, 2 Euro. 1,99 Euro im Webshop. Die großen 60 Gramm Riegel, 2,49 Euro. Bei den großen finde ich das noch fast okay, weil die meisten Markenriegel, die kosten alle 2,49 Euro für 60 Gramm. Aber 2 Euro für 45 Gramm finde ich echt happig. Der wäre 1,80 auch okay gewesen. Trotzdem muss ich sagen, die Riegel sind echt hochwertig. Hier sind geile Sachen drin. Die Geschmäcker sind durch die Bank durch geil. Sie sind geil gemacht. Ich bin absolut zufrieden damit. Das sind super Dinger. Wenn ihr sie im 12er-Pack kauft, dann sind sie auch ein bisschen günstiger. Dann kriegt ihr, glaube ich, den 12. knapp geschenkt. Ich glaube, dann kosten dann 12 Stück nur 22 Euro. Oder 21 Euro war es, also ein bisschen billiger. Ja, aber trotzdem, die Preise sind sehr stolz, aber ich muss auch trotzdem ganz ehrlich sagen, es sind mit die leckersten Riegel, die ich je gegessen habe. Ne? Es sind Genussriegel, es sind nicht die fittesten Riegel, dann müsst ihr welche Clean Bars kaufen, wo man nur Ballaststoffe drin hat und nicht zu viel Fett. Die schmecken aber oft scheiße, die Dinger hier sind saulecker, durch die Bank durch, sie sind toll gemacht, sie geizen nicht mit Füllung und Co. Und es ist einfach geil mit den Nüssen und alles. Das sind Genussriegel. Es ist eine Süßigkeit. Es ist kein Fitnessprodukt. Es ist eine Süßigkeit mit Eiweiß extra drin. Und es ist eine verdammt gelungene Süßigkeit. Wie gesagt, ab und zu fahren die mal Rabatte. Kauft sie euch im Angebot. Ganz ehrlich, ich find's zu teuer. 2 Euro für die kleinen Dinger. Kauft sie euch im Angebot oder kauft euch eine Box und teilt sie zumindest erstmal mit Leuten. Das könnt ihr auch machen. Aber wenn ihr sagt, ich will hauptsächlich Riegel haben, die super lecker sind, dann kauft sie euch. Dann müsst ihr halt dafür ein bisschen bezahlen. Ihr kriegt dafür aber auch einen Gegenwert. Es gibt Riegel, die kosten 2,50 oder 2 Euro für 45 Gramm. Ich denke da so an Multipower im DM. Das ist die letzte Scheiße teilweise, wie ich finde, meiner Meinung nach. Es gibt von Multipower welche, die sind sehr geil. Zum Beispiel die neuen Delights, die sind auch richtig super. Aber es gibt auch von denen welche, die sind richtig scheiße. Diese 53% Dinger, da ist teilweise auch nur die Hälfte Kollagen drin und sie schmecken halt nach Arsch. Also, aber das ist halt so, je mehr Eiweiß drin ist, desto schlechter schmecken Riegel meistens auch. Ihr wisst, was ich sagen will, man greift in die Tasche, aber man kriegt verdammt gute Riegel, meiner Meinung nach. Vielleicht habt ihr sie probiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, falls euch das Video gefallen hat oder falls ihr auch nicht schon längst eingepennt seid. Vielleicht splitte ich jetzt auch, ich muss es mir noch überlegen. Ich bedanke mich bei ESN für diese Riegel. Ich bedanke mich nochmals bei euch fürs Zuschauen. Es war mir eine Freude, euch hier bespaßen zu dürfen. Schreibt mir gerne einen Kommentar und ja, ich würde sagen, schaut doch gerne in die Playliste, lasst mir ein Abo da. Ich wiederhole mich. Macht's einfach gut, bis bald und ciao.